So, das ist schon mal ein Radschuh, der fertig ist. Und genauso war auch die Motorhaube. So, und hier haben wir den zweiten Radschuh, der jetzt gerade am Rotgrundieren ist. Da bin ich jetzt gerade dabei. So, jetzt brauchen wir hier erstmal ein bisschen Zeit wieder, um das trocknen zu lassen. Bei Wasserlack dauert das Ganze halt einen kleinen Moment, wenn wir keine Luft haben. Aber wir könnten eigentlich auch ein bisschen nachhelfen. Schon mal ein bisschen mit Luft antrocknen. Wenn wir das Ganze dann richtig rot abgedeckt haben, werden wir dann mit verschiedenen Gelbtönen und Orangetönen dann ein paar Flammen machen. In der Innenseite weniger wie auf der Außenseite. Das kann ich euch auch jetzt mal zeigen an dem anderen Teil, solange das hier trocknet. So. Also das war ja die Vorderseite. Das hier ist die Rückseite, wo die Flammen halt ein wenig dezenter sind. So. Okay. Es ist ein bisschen schwierig mit dem Handy zu filmen und gleichzeitig auch zu lackieren. Aber es sollte irgendwie funktionieren. Wir werden es schon hinkriegen. So. Mit der Airbrush-Pistole halt immer nur feine Schichten auftragen kann, dünner als mit einer größeren Pistole, die wir jetzt hier hängen hätten. Aber ich zu faul bin, die dann nachher sauber zu machen extra, habe ich jetzt die genommen. Haben wir halt ein bisschen mehr Zeit. So. Ja, das macht ja auch nichts. So. Wunderbar. So, ich werde das jetzt mal weiter grundieren und ich melde mich dann nachher nochmal wieder. Es dauert sonst ein bisschen arg lange. Ciao, ciao.